Neue G&G-Woche, neue Sommerserie, meine Damen und Herren. Und zwar dreht sich in den kommenden Tagen alles um Designklassiker Made in Switzerland. Wir schauen uns an, wer hinter diesen Kultdesigns steckt. Und außerdem haben wir noch diese Themen nicht offen sein. Der gescheiterte Mensch, der Verlierer, der Aussenseiter, das sind die Helden von Juan Marsé. Er hat als einer der grössten spanischen Autoren aus der Gegenwart gegolten. Am Wochenende ist er 87-jährig in Barcelona verstorben. Einfach erzählt ist auch die neueste Meldung zu der Fußballpreisverleihung Ballon d'Or, die Ende Jahr in Paris stattfinden sollte. Und Sie merken schon, ich rede im Konjunktiv die Veranstaltung. Eine bittere Pille muss auch eine gebürtige Zürcher Jetsetterin schlucken. Sie hat eine Wahlschlappe zu verkraften. Das große Hochzeitsfest findet gemäß der Brut dann im Spurzummer statt. Ob Papierstapler, Wäschspinnen oder Liegestuhl, in den letzten 30 Jahren sind sie zu Designklassiker geworden. Und erfunden hat man sie in der Schweiz. Wir reisen zurück zu den Anfängen dieser Schönheiten und schauen, wer dahinter steckt. Heute werfen wir einen Blick auf die Chaise Longue von Charles-Édouard Jeanneret-Gris, besser bekannt als Le Corbusier. Ja, ein anderes Designmeisterwerk. Und eins, das dabei noch fahrtauglich ist, das könnten Sie jetzt ergattern, und zwar in unserem Wettbewerb. Viel Glück! Den jungen Herr kennen Sie bestimmt, den Freestyle. Sie ist nämlich gerade auf der berühmten und anspruchsvollen Wanderroute Via Alpina unterwegs. Unser Reporter der Sandro Sabatini hat sich einen Tag lang an die Ferse von der Christina Raggetli geheftet und ist ganz schön ins Schwitzen gekommen. Heieiei, was für eine taffe Frau. Ja, nicht unbedingt neue Abenteuer, aber neue spannende Geschichten aus der People-Welt haben wir dann schon morgen wieder für Sie. Wie gewohnt am 20.07. hier auf SRF 1. Ade miteinander.